Hallo, willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir einer von meinen Rezepten. Und das ist mein Rezept für Lemon Curd. Legen wir los. Nur 4 Zutaten heute. Wir brauchen 3 Zitronen. Entschuldigung, kann ich zählen. Wir benutzen die Schale und Saft. 5 Eigelb plus 2 ganze Eier. 3/4 Cup oder 150 Gramm Zucker. 1/4 Cup oder 65 Gramm Butter. Ich fange an, eine Zitronenschale abzukratzen. Um das zu machen, benutzt man eine feine Reibe und man schiebt die Schale rechts rüber. Wir wollen nur das Gelbe. Hört auf, wenn man weiß sieht. Die Schale enthält sehr viel Aroma und duftet unglaublich lecker. Wenn man die Schale hat, ist es Zeit, den Saft rauszupressen. Ich konnte heute meine Zitronenpresse nicht finden, also mache ich das mit der Hand. Ich finde es hilfreich, sie auf dem Tisch zu rollen, um die Säfte drinnen zu lockern. Dann in zwei schneiden, die Körner entfernen und die Zitrone zusammenpressen mit dem Saft in der Schale. Es ist auch eine gute Idee, ihn durch das Sieb zu führen, falls ein paar Körner euch entkommen sind. Dann in eine Metall- oder Glasschüssel den Zitronensaft reingießen sowie die Zitronenschale, Eier und Zucker. Dann mit einem Schneebesen vermengen und alle Eigelbe kombinieren. Dann über ein Wasserbad erhitzen ungefähr 10 Minuten oder bis die Menge anfängt dicker zu werden. Es wird auch leicht heller in Farbe sein. Wenn fertig, wird es ungefähr so aussehen. Dann die Butter dazu. Es ist am besten, wenn die Butter kalt ist für diesen Schritt, weil es helfen wird, die Masse zu kühlen, damit es aufhört zu kochen. Die Butter vermengen bis komplett geschmolzen. Lemon Curd ist sauer und süß und hat einen starken Zitronengeschmack. Es ist auch super als Füllung für eine Torte oder in Buttercreme einzufalten. Es ist auch die Basis für Lemon Meringue Pie. Endlich, lasst die Masse kühlen, mindestens eine halbe Stunde, und es wird so dicht sein wie Pudding. Lemon Curd kann man auch sehr gut einfrieren. Ich könnte es mit einem Löffel essen. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute und dass es euch hilft, das perfekte Lemon Curd zu machen für euer Projekt. Taggt mich auf Instagram, wenn ihr es selber macht. Ich würde gerne eure Arbeit sehen. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei americanbakerin.de. Wir sind auch auf Facebook. Abonnieren nicht vergessen für mehr Rezepte und Tutorials.